Im niedersächsischen Lüchow im Wendland steht ein Museum, was in dieser etwas verschlafen wirkenden Kleinstadt wohl niemand erwarten würde. Uli Schröder hat hier in jahrzehntelanger Arbeit tausende Objekte für sein Stones-Museum zusammengetragen. Wir hörten damals mit unserem ersten Konfirmationsgeld auf unseren Weltempfängern die fremde Musik, die aus London rüberkam. Sie war härter, sie war für uns einfach besser, wir waren neugieriger. Und wir haben dann den Radiosender Radio London oder Radio Caroline versucht reinzudrehen in unsere Geräte. Und da war eben nichts mit NDR2 oder RIAS oder welche Sender man auch immer hatte. Die Musik begeisterte uns nicht. Die Stones und andere Gruppen, das war unser Metier und die wollten wir hören. Die beharrliche Sammelleidenschaft von Uli Schröder ist inzwischen auch von den Rolling Stones offiziell gewürdigt worden. Wertvolle Objekte wie Gitarren, goldene Schallplatten und Bilder wurden von den Stones dem Museum zur Verfügung gestellt. Also ich bin ein begeisterter Fan vom Strich von Ron Wood und er bezeichnet sich ja selbst tagsüber als Maler und nachts ist er Musiker. Und er hat diese Leidenschaft durch und durch. Er hat hinter der Bühne immer seinen Skizzenblock, malt Bilder vor. Wenn die Konzertreisen mit den Stones oder seine Solo-Reisen vorbei sind, dann entscheidet er sich und gibt Bilder frei, die der Fan dann also auch von ihm erwerben kann. Ich war Anfang an immer begeistert von seiner Linie. Er malt ja sehr gegenständig. Man kann immer erkennen, wer es sein soll. Und entweder ist es die Musik, die ihn begeistert, dass er in dem Fall den Interpreten malt, oder es war eine persönliche Begegnung. Er ist natürlich auch bekannt für seine Naturbilder, für seine Tiermotive, für seine Aktfotos und Bilder, die er gemalt hat. Er ist an für sich ein Allround-Künstler. Er wird in großen Museen in der Zwischenzeit gezeigt. Und ich darf einfach sagen, seine Bilder gehen von 350 Euro bis 1 Million Dollar. Daran erkennt man schon, dass er doch auch in vielen Bereichen ein gefragter Künstler ist, der auch gut bezahlt wird. Nicht nur für Stones-Fans, sondern für alle Fans der Rockmusikgeschichte lohnt ein Besuch in Lüchow. Das ist der Bass, wie gesagt, von Bill Wyman, den er noch im Einsatz hat. In Lüchow findet man unter anderem das längste Wandbild der Welt zur Geschichte der Stones und vieles andere mehr. Hier ein besonderes Exponat in unserem Museum. Es ist eine Gitarre, die bei der Voodoo Lounge Tour 94-95 mit auf der Bühne der Stones gespielt wurde. Sie ist handsigniert von Keith Richards und auch von Ron Wood. Das Stones Museum in Lüchow ist bunt, informativ und voller Überraschung. Ein Besuch lohnt sich unbedingt.